So, dann will ich mal gucken, was der, was die Rustkins so sagen, ob die in den Preisen gestiegen sind oder nicht. Ah, ich fange einfach mal hier oben an. Obwohl ich den nicht verkaufen will, weil, ja, das sind so Sachen, die ich habe ich einzeln, die werde ich behalten, die finde ich ganz cool. Die Pistole finde ich jetzt nicht so geil, aber die ist bei 1,23 €, ja, 1,23 € ist jetzt nicht so geil. Der steht immer noch bei weit über 3 €. Den habe ich aber damals, den habe ich schon über ein Jahr. Halloween letztes Jahr gekauft. Für 1,70 €. Behalte ich. Finde ich cool. 82 Cent. Für die habe ich auch nichts bezahlt. Für die habe ich irgendwas unterm Euro. Ich glaube 60 Cent, 70 Cent bezahlt. Die steht jetzt schon bei 1,45 €. Die ist vom Preis her gesunken. Aber es ist eine Weste. Also habe ich dafür auf jeden Fall 90 Cent bezahlt, weil die kosten immer 90 Cent. 1,60 € wäre jetzt ein ganz guter Gewinn, aber ich will sie nicht abgeben, das ist meine Weste. Der Hammer, 2,59 €, 1,30 € gekauft beim Halloween dieses Jahr, beim Halloween-Skin verkauft. Behalte ich. Kommen so selten Hämmerchen rein da, deswegen wird er einfach mal behalten. Das habe ich auch dieses Jahr gekauft für 1,30 €, steht jetzt schon bei 2,36 €. Aber die Tür behalte ich auch, ist glaube ich mein einziges Sheet Metal Door. Obwohl, ist das hier, ne, das ist eine Armored Door. Okay, da kommen wir gleich zu. Base Invaders. Ah, den habe ich für 1 € im Patzerquetsche gekauft. Steht jetzt schon bei 3,63 €, ist sehr nice, das Gerät. Den werde ich auch nicht verkaufen, weil ich bin ja so ein bisschen ein Science-Fiction-Zombie-Fantasy-Whatever-Freak. Und da ist der Automat natürlich richtig cool. Den Frankenstein-Revolver, den habe ich auch für 1,30 € oder 1,70 € gekauft. Dieses Jahr beim Halloween. Ich hätte ihn des Öfteren kaufen sollen, verdammt. Der war letztes Mal auch irgendwas bei 3,50 € oder so. Das ist auch eine Wertanlage. Ghosty Flame, oh, 3,88 €. Den habe ich für 1,70 € gekauft. Das weiß ich noch, weil ich den so cool fand. Ich musste ihn unbedingt haben. Ich hätte ihn auch des Öfteren kaufen sollen. Habe ich nicht. Steigen nicht alle so derbst in die Höhe wie der. Ich behalte ihn aber trotzdem, ist egal. So, 1,30 € habe ich für die Kiste bezahlt. Das weiß ich noch, glaube ich. Probieren. Ja, steht bei 2,30 €. Das ist okay. Behalte ich aber, weil die kleinen Kisten, die großen Kisten kriegst du oft, aber die kleinen Kisten kriegst du so selten. So, die Berserker-Maske ist um grandiose 5 Cent gestiegen, seitdem ich sie gekauft habe. 5 grandiose Cent, aber die behalte ich trotzdem, weil ich die finde ich schön. Sieht cool aus. Der Stein, 1,31 €. Weiß nicht, ich habe 1,10 € bezahlt, glaube ich. Den habe ich im Community-Markt gekauft. Den behalte ich aber, weil ich... ich hätte ja lieber so einen Stein, der aussieht wie so ein Brain, aber kann ich alles haben. Aber besser als der normale Stein auf jeden Fall. Die Tür war für 1,30 €, glaube ich, erstmal ein Flop. Aber die werde ich behalten, weil ich habe eh keine Armor-Door. Was haben wir hier? Eine Wooden-Door. 1,33 €. Hui, 3 Cent gestiegen. Glücklicherweise behalte ich die auch, weil es nämlich mein einziger Holztür ist. So, 1,30 €. Letzte Woche gekauft, glaube ich. So in etwa letzte Woche. Steht bei 1,76 €. Habe ich auch, wie man sieht, gleich zweimal gekauft. Weil ich sie einmal für mich haben wollte. Obwohl ich ja eigentlich ganz coole Kisten habe, wenn ich mich nicht irre. Die habe ich für 98 Cent gekauft. Da habe ich grandiose 5 Cent Verlust gemacht, aber ich behalte die, weil so eine Satchel ist eigentlich ganz cool. Ja, wenn die ein bisschen anders aussieht und die sieht aus wie ein Weihnachtspäckchen, aber
Die habe ich für 1,30 Euro gekauft, vor 2 Wochen, glaube ich. Hatte ich auch zweimal, habe ich schon eine reingesetzt vorhin, ne, gestern. Gestern standen sie noch bei 2 Euro, jetzt stehen sie bei 1,99 Euro. So, die Pickaxe, die habe ich gekauft für 1,50 Euro, wenn ich mich nicht irre, auch auf dem Community-Markt. Oder habe ich die für 1 Euro, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist die auch schon ordentlichst gestiegen, ordentlichst. Ja, was haben wir hier? Das ist die, die habe ich gestern gekauft, einfach mal auf gut Glück. Die Maske habe ich auch gestern gekauft, die war halt, ich glaube ich auch erstmal, das war mein Handy, mein Akku ist fast leer, okay. Den habe ich gestern für 1,30 Euro gekauft. Ich hoffe, dass er mir so 1,60 Euro oder so bringt, dann bin ich schon glücklich. Okay, die habe ich auch für 1,30 Euro gekauft, steht jetzt schon bei 1,95 Euro, also ist schon ziemlich nice eigentlich vom Preis her. Eine Zeit lang ist es mal besser hochgegangen von den Preisen her, jetzt hält sich das in Grenzen. Aber, können wir mal gucken, was der Markt so hergibt. Aber ich bin trotzdem zufrieden. Oh, Virus Hatchet. Oh, die sieht auch cool aus, aber 1,98 Euro gebe ich da nicht für aus. Und wie man sehen kann, der stand gerade bei 3,98 Euro und jetzt gibt es den Ghosty Flame schon ab 4 Euro. Also, das Ding ist mal richtig cool. Verkaufe ich ihn? Nein, ich verkaufe ihn nicht. Er sieht schön aus. Ich will ihn behalten. Ich werde dieses Spiel auch nicht ewig spielen. Ich sollte es eigentlich verticken, aber ich mache es einfach nicht, weil... Ja, und hier seht ihr ja 7 Cent, 7 Cent, aber das ist alles nur Shit, den kein Mensch braucht. Hier diese ganzen Schilder und Banner und Signposts und wofür brauche ich denn so einen Blödsinn? Die habe ich auch gleich alle vertickt und auch wenn sie nur 7 Cent bringen, ist egal. Aber hier 8 Cent, es gibt einfach nichts. Bandana, es gibt hier diese First Aid Boxen, die hatte ich auch alle schon, aber die kann man auch getrost dann wieder weghauen irgendwann. Weil es gibt ja einfach so coole Designs. Hm, die hatte ich auch schon, die Gunbox. Was gibt's denn hier? Balakwa. Balakwa. Ich habe keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche, aber ist mir eigentlich auch egal. Den Helm hier hatte ich auch schon, den Medic Helm. Einfach nur ein Eimer mit einem Kreuz drauf. Die Maske hatte ich auch schon. Das finde ich auch, das finde ich gar nicht so schlecht, das sieht irgendwie cool aus. Aber da gebe ich jetzt keine 71 Cent für aus, für den Shit, den brauche ich eh nie. Oben Bucket, Footballer, 98 Cent, hier gibt es halt nicht so schönen Kram. So. Ja, hier Berserker Chest, 2 Cent, yes. Gibt halt 90 Cent, 1 Euro. Sieht man ja überwiegend Hoodies, Pants, Masken, Chestplates, T-Shirts, noch mehr Pants, irgendwelche Revolver, die kein Mensch haben will, Reaper Note Pistol, ja, sieht auch nicht so geil aus. Noch mehr Balakmo-Masken, dann Slipper, Rudolf-Slipper, die sehen ja natürlich ein bisschen cool aus, aber nee, 1,04 Euro gebe ich dafür auch jetzt nicht aus, außerdem ist Weihnachten eh vorbei. Glücklicherweise, ich hasse Weihnachten wie die Pest. Road, Epidemic Road Sign, das hatte ich auch schon, die Weste, habe ich auch ganz gut vertickt wieder. Also mehr als 1,08 Euro auf jeden Fall. Also ein Graffiti Helmet. Naja, ist jetzt. Wie man sehen kann, gibt es hier halt wenig. Hier, das ist zum Beispiel ein Angebot. Da sage ich, okay, cool. Wenn man noch keinen Schlafsack hat, kein außer den Standard-Schlafsack, dann kann man die 1,15 Euro auf jeden Fall ausgeben. Außer Frage, Schlafsäcke sind immer. Wundert mich sowieso, dass der so weit unten ist vom Preis her.
Und Schlafsäcke gehen eigentlich immer, obwohl wir müssen halt ein bisschen cooleres Design sein. Anstatt dieses Weihnachtsmann-Design ist natürlich jetzt echt aus. Vielleicht kann man den besser nächstes Jahr verkaufen. Zu Weihnachten. Pants, Jackets, Helmets. Barrikade, Metal Barrikade. Oh, kein Mensch. Dragon Egg hier. Sowas geht auch immer. Eier. Eier sah ich schon hier. Steine, Türen, wundert mich. Es gibt immer so Ausnahmen, die dann recht weit unten sind. Aber jetzt, wir können ja einfach mal zum Spaß gucken. Geben wir mal ein Wooden Door. Wooden Door. Suchen wir. Was ist denn das hier? Was wollt ihr denn? Oh, so eine Metal Tree Door. 185,90 €. Ist ja mal ein bisschen übertrieben, aber. Ich glaube nicht, dass das einer bezahlen wird. Warte mal. Kaufanträge für 53,17 €. Also die sind ja wohl verrückt, oder was? Ja, das ist, weißt du auch nicht, was du dazu sagen willst. Die Tür hatte ich auch schon. Wise Door, siehte. Türen gehen immer. Wooden Door. Über 2 €. Über 2 €. Über 2 €. Die wollte ich nicht kaufen, weil ich die total simpel und hässlich fand und die Schipper 2,45 €, ist unglaublich. Dreamcatcher Door. Aber wie man sehen kann, alles über 2 €, 2 €, 3,30 €. Wie gesagt, Türen gehen immer. Gut, nice. So, jetzt habe ich ein bisschen Blödsinn wieder geredet. Ich wünsche euch noch einen Tag. Bis denn dann. Ciao.